zu streamen. Morgen gegen Mittag. Oh, ich muss noch sagen, was ich vom Heroic. Okay, ich kann. Ja, ich erzähle euch noch, was ich vom Heroic Brawl halte. Das tue ich doch gerne, ihr Lieben. Ich halte es für Abzocke. Also, okay, nein, erstmal, wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Ich werde es machen. Punkt 1, ich werde es machen. Ich werde es on Stream machen. Das heißt, ich muss dann irgendwie einen Zeitpunkt finden. Aber ja, ich werde, wenn ich diese 1000 Gold verschleudere, und das kann man nicht anders sagen, verschleudere, dann werde ich das on Stream tun. Ich habe genug Gold und ich will das natürlich sehen, das System. Deswegen werde ich das tun. Aber seien wir ehrlich, Brawl ist also von der Winrate her die mieseste Meta ever. Also das Ding ist halt, viele denken dann so, oh, irgendwie ich bin guter Arenaspieler oder gute Arenaspieler, die sind dann auch gut im Brawl oder so. Und jetzt waren gerade die Arena-Statistiken draußen und hey, gute Arenaspieler, wow, die haben ja irgendwie so 70% Winrate. Und ne, wenn man das dann im Brawl macht, dann, dann sind das ja schon ganz geile. Aber also, es ist ja noch nicht ganz sicher, wie die konkreten Regeln jetzt aussehen in diesem Brawl. Man weiß nur, es wird ein Deck constructed. Aber grundsätzlich bei den Regelsets, die man bisher hatte, hatte man nie eine so gute Winrate wie in der Arena. Nie. Grund ist hierfür, bei Random Brawls, ich meine, gut, die können wir eigentlich jetzt gerade mal ignorieren, weil Random Brawls, das wird kein Random Brawl sein, aber bei Random Brawls ist klar, warum man keine. Also da haben die guten Spieler, haben dann vielleicht 55%, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, aber keiner hat 60%, weil einfach zu viel RNG. Das kann kein Skill, das kann kein Skill der Welt wettmachen. Ich glaube nicht mal, dass jemand über 55% hat, ehrlich gesagt, weil RNG-Fiesta halt und ja, egal. Das ist halt bei RNG-Brawls so. Und bei den Constructed Brawls, wo es dann Regeln sind, wie mach mal ein Deck mit zwei Karten. Ich denke mal, sowas wird, das wird es nicht sein, aber vielleicht, ne, so, oder egal welche Regeln. Sei es keine ungeraden Mana-Kosten, keine geraden Mana-Kosten. Ist total egal. Das Problem ist einfach mit diesen konkreten Regeln. Mit diesen konkreten Regeln wird sich binnen von Stunden werden sich die besten Decks herauskristallisieren und die werden dann nur noch gespielt. Und dann kommt noch hinzu, dass sich dort Leute aufhalten in diesem Brawl-System, die natürlich alle auch 1000 Gold dafür hergeben mögen. Und das bedeutet, es werden sehr wenige Noobs unterwegs sein. Also es wird sicherlich auch welche geben, die vielleicht, die auch sich, wenn sie anfangen, Hearthstone zu spielen, Packs ohne Ende kaufen, ne, weil sie so sind, wenn sie Spiele spielen. Aber es wird sehr wenige, es werden wenige sein. Die größtenteils werden es gute Spieler sein, die das Gold haben. Und entsprechend kann man einfach davon ausgehen, dass man dort nicht die Winrate fährt, die man in der Arena fährt. Ich glaube noch nicht mal, dass man eine Winrate fährt, wie man sie auf der Leiter fährt, weil einfach durch diese hohe Eintrittsgebühr dort einfach gute Leute spielen werden. So. Und auf der Leiter trifft man auch mal Naps. Es steht halt da, dass man ein Deck baut. Es steht aber nicht da, ob es noch extra Regeln gibt. Vielen Spielern fehlt das Goldloch. Das stimmt. Also ja, es fehlt quasi, also man sieht es ja auch bei mir, ich habe immer viel Gold. Es fehlen Dinge, es fehlen quasi Modi, wo ich mein Gold noch loswerden kann, auf jeden Fall. Aber das Problem, was ich halt an der ganzen Sache sehe, ist halt einfach, dass die, also ja, wenn man die 12 Wins schafft oder auch schon ab 9, sind die Belohnungen episch. Aber also, schon in der Arena braucht man Glück, um wirklich immer auch um auf die 12 Wins zu kommen. Selbst mit einem guten Deck, selbst mit dem Skill. Es gehört immer ein bisschen Glück dazu, wegen Draw etc. Es ist halt ein Kartenspiel. Also, Skill alleine reicht für 12 Wins nicht. Oder sagen wir, man sollte kein Pech haben. Ist eigentlich dasselbe. Nein, also.
Bei Brawl ist es utopisch. Beim Brawl ist es utopisch. Alles klar, Fischloch, schlaf gut. Also, ich weiß nicht, Jubimabi, ich weiß es nicht, ob es extra Regeln geben wird. Ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass sie einfach nur ein Constructed Letter Theme machen. Also, dann, wenn es Constructed Letter wird, dann werden einfach alle Schamanen spielen. Ich denke, es wird Brawl sein. Also ich denke, es wird Regeln geben. Und aber ja, das Problem an Regeln ist halt auch, die werden relativ schnell, werden die besten Decks bekannt sein. Das heißt tatsächlich, man hat die besten Chancen in den ersten Stunden. Weil nach einem Tag, ein, zwei Tagen, werden die Leute wahrscheinlich alle mit denselben Decks rumrennen. Ja, und wenn es keine Regeln gibt, wenn es einfach nur constructed ist, dann wird es halt richtig harte Leiter so. Und das wird auch nicht irgendwie. Und das wird nicht Legend. Also, man muss ja wissen, auf Legend spielen die Leute auch noch zwischendrin mal einfach Spaßdecks, weil sie haben Legend erreicht. Nein, es wird einfach nur 80% Schamanen. 20% Decks, die versuchen, Schamane hart zu countern und feststellen, dass man einen Schamane nicht hart countern kann. Ja, es gibt Decks, die sind okay gegen Schamane. Vielleicht wird der Rest Druide sein und Hunter. Mal gucken. Ja, wenn es das ist. Nee, aber also, okay, kommen wir. Also ganz ehrlich, warum es mich aufregt, und das betrifft nicht mal mich, ist die Tatsache, dass sie so greedy sind mit den Belohnungen. Also ja, die High-End-Belohnungen sind insane, aber die High-End-Belohnungen müssen nicht so insane sein. Es ist viel wichtiger, dass man seinen Einsatz mit vernünftigem Skill wieder rausbekommt. Und das sehe ich halt nicht. Auf jeden Fall, Finale. Ich denke auch, dass sie das einbauen, um zu testen. Und das finde ich gut. Und ich freue mich auch auf diesen neuen Modus. Aber ehrlich, sie hätten einfach, also die Gewinnspanne, also meinetwegen die High-End-Belohnung kann viel, viel lower sein, aber die niedrige Belohnung muss höher sein. Also, weil jetzt stellt euch doch einfach vor, irgendwie die arme Sau, die halt nicht, oder, ne, es sind ja gar nicht so wenig, die armen Menschen, die halt nicht das Gold en masse haben, aber unbedingt diesen Modus mal sehen wollen und dann halt sich diese 1000 Gold ansparen und da reingehen. Und selbst wenn sie halt gut sind, machen sie halt 3 bis 4 Wins. Und ich glaube, das ist realistisch. Ich glaube, gute Spieler machen 3 bis 4 Wins. So. Ja, gute Spieler. Ich glaube, das ist sehr realistisch so. Aber egal. Man weiß es nicht. Man weiß auch halt, wie gesagt, nicht, ob da noch Regeln sind. Naja, und dann wird das Geheule wird groß sein. Und ich kann es auch verstehen. Ich glaube, Hashtag Deinstall Hearthstone irgendwie wird in aller Munde sein. Ja, aber so funktioniert, weiß ich nicht, Finder. Wenn das so wäre, dann warum sind dann diese Belohnungen so insane? Die Belohnung, ich meine, die Leute, die auf diese mega krass hohen Belohnungen anspringen, sind ja die Leute, die keine Ahnung haben. Ist es also, oder keine Ahnung, klingt gemein. Die Leute, die nicht in dem Spiel so erfahren sind, weil die sehen nur, Alter, irgendwie hier, goldene Legendaries, Alter, 50 Packs, Alter, ne? So, und das sind die Leute, die dann sich die 1000 Gold zusammenkratzen, weil sie denken, Alter, wenn ich das schaffe, dann, ne? Und die werden mega pisst sein, und das zu Recht. Also, finde ich glaube, also ich glaube, Blizzard ist greedy. Also das ist, was ich glaube, da an der Stelle. Weil, ja, das ist die realistische Zielgruppe, aber de facto, so wie sie die Belohnung angesetzt haben, ist es ein Bait. Es ist ein gemeiner Bait für diejenigen, die es halt nicht wissen. Die halt nicht wissen, wie das abgehen wird da. Nee, ist es nicht, Finale. Also in der Arena hast du mit 3 bis 4 Wins
raus, was du reingesteckt hast. Im Vergleich zu, ich kaufe mir ein Pack. Jetzt vergleich das zu dem Brawl-Belohnung. So, du kriegst deine 1000 Gold nicht raus. Und 3 bis 4 Wins ist, was durchschnittliche Spieler auf jeden Fall schaffen. So. Als Durchschnitt, ne? Ich meine jetzt nicht mal als maximal. Durchschnittliche Arena-Spieler schaffen 3 bis 4 Wins auf jeden Fall im Schnitt. Gute Arena-Spieler schaffen 6 im Schnitt. So. Oder sogar, ne, da gibt es sogar welche, die noch mehr schaffen. Aber, ne, also im Schnitt hast du dir ein Pack gekauft. Als durchschnittlicher Spieler. So. Hast du das Geld einfach in Packs gesteckt. Und das ist halt bei den Brawl-Belohnungen nicht so. Da kriegst du deine 1000 Gold nicht mit einer durchschnittlichen Leistung wieder. Da kriegst du deine 1000 Gold nur mit einer überdurchschnittlichen Leistung und Glück wieder. Deswegen, also Arena ist da was ganz anderes. Und Arena ist halt auch fairer, weil durch das Drafting, also ja, es ist Tempo-driven, ja, es ist auch Draw-RNG, hast du aber überall. Aber durch das Drafting hast du eine gewisse Balance drin, so irgendwie, hast halt nicht, Constructed ist halt tatsächlich härter einfach als Arena, was das betrifft. Also wenn du dir auch die Winrates anguckst in der Arena von guten Spielern, ist höher als auf der Leiter.